Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Staxel. Der Mike ist auch mit am Start. Hallo. Hallo. Ja, ich bin hier noch am Häusle basteln. Scharfe Häusle bauen. So. Und vor allem werden wir hier ein Fenster reinbauen. Ich habe doch Fenster bestellt, da sind sie. Wir haben ja Gott sei Dank die durchsichtigen Fenster. Habe ich die? Ja, ich habe auch die hier unten verwendet. Komme ich? Oh, bam, ich komme hier sogar hoch. Das ist ja herzallerliebst. Gut, ich... Ja! Wie ist mit dem... Könntest du vernünftig springen, Charakter? Warte. So. Wir tasten uns langsam ran. Perfekt. Oh. So. Gut gemacht haben wir das. So. Der Rahmen ist vorhanden. Oh, ich habe keine Marmorblöcke. Wir müssen neue Marmorblöcke machen. Nein. Ich habe gerade gedacht, dieser Mann sieht doch scheiße aus, aber es liegt an dem Vorbau. Also vielleicht sieht es gleich immer noch scheiße aus. Das wollen wir jetzt mal hier nicht ausschließen, aber vielleicht liegt es auch einfach an dem Vorbau. Nicht jeder Vorbau ist schön. So sieht es leider aus. So. So. Okay. Eine Schatzkiste. Way. Wie viele können wir schenken? 3, 4? Nehmen wir welche mit. Ja, das war gerade ein bisschen dumm, aber ja. Ich habe gerade einfach Sternensplitter ausgegeben für Stofftiere. Statt sie für 1.000er zu kaufen in Blüten, die einfach nichts wert sind bei der Menge, die ich davon habe. Ja, kritisch. Kritisch, sehr, sehr kritisch. Stimmt's, Pupsi? Ja, okay. Pupsi. Ja, ist für dich. Ist okay. Rosemarie. Und dann kannst du jetzt keine Geschenke mehr. Ja, perfekt, ich habe auch keine Geschenke mehr. Ich möchte gar nichts mehr verschenken. Ist in Ordnung. Dann war ich eigentlich in der Stadt, um Marmor zu besorgen. Und da können wir gleich mal ein paar mehr machen, weil wir werden einige brauchen. Das ist for sure. Und dabei können wir mal hier wieder ganz schwieriges Kaffee trinken. Was war der letzte Schluck? Jetzt ist der Kaffee leer. Das mag ich nicht so sehr. Sagen wir mal 200, oder? Ihr habt auch gesehen, dass sie am Schweben war. Kritisch. Hexerei. Da bellt sogar der Hund draußen bei der Hexerei, die hier stattfindet. Das ist ja auch alles hier. Kriminelle Machenschaften. Komm schon. Bitte. Ja. Von hier aus. Hoch. Sehr schön. Hui. Hui. So. Und hier müssen wir natürlich zumachen. Damit wir nicht runterfallen. Das war der eigentliche Grund. Genau. So. Ich überlege gerade tatsächlich, ob wir uns nicht doch ein Kreuzdach machen. Moment, so und so. Nein. Habe ich jetzt... Oh, ich habe das ist doch... Mach. Weil ich dumm war. Weil ich einfach nur dumm war. Ich sollte einfach zählen lernen. Wir brauchen nicht 8, wir brauchen mehr. 12? 16? Wir brauchen Feder. Rusty, du verlierst Feder. Hast du die Mause? Rusty ist hungrig. Ach ja, Rusty, ne? Guck mal hier, Rusty. Ja, richtige Gönnung.
richtiges Vogelfutter, komplette Packung in den Vogel reingekippt. So. Bei dem nächsten Verkauf meiner Nesseln habe ich über 10 Millionen. Herzlichen Glückwunsch. Muss ich mich ja langsam mal ranhalten mit der Marmeladenproduktion. Ja, musst du. Okay, was machst du da im Feld? Kommen Sie raus da. Kommen Sie raus da, gehen Sie rein da. Ach ja. Oh, wir können auch hier schon mal anfangen. Dach. Mein angenommen, wir würden jetzt so ein viereckiges Dach machen. Also so ein Kreuzdach, wo halt immer hier in der Mitte so hoch, so wie, ich glaube, bei Dings haben wir das gemacht, oder? Bei der Cecile. Nö, da haben wir das nicht gemacht. Ich glaube, das haben wir noch nirgends gemacht. Mein Oscar hat kein Dach. Flachdach. Ja. Da sehe ich uns dann doch tatsächlich. Oh, das wird wieder so aufwendig. Nice. Das ist doch aufwendig. Hä? Du magst es doch aufwendig. Ja. Ist korrekt. Es soll ja nach was aussehen. So. Da muss ich aber denken. Da muss ich denken. Ich spiele einen Schädel. Was ist mit dem Schädel? Ich habe mich gefragt, warum es hier in dem Spiel einen Schädel gibt. Von dem Piratenschiff. Mohoho. Keine Ahnung. Das wäre so die einzige. Ich meine, gut, ich will nicht wissen, was Tomty alles in seiner Höhle hatte, aber meine logischste Erklärung wäre das Piratenschiff. Meine logischste, ne? Ich möchte nicht ausschließen, dass es da auch andere Dinge gab. So. Jetzt ist die Frage, wenn wir hier gehen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 werden wir breit. Ja, wenn ich ordentlich baue, ist es auch überall 8 breit. tue ich aber nicht. Aus Prinzip nicht. Das wäre langweilig. Haben wir die Brückenteile noch nicht freigeschaltet? Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Also ich weiß, die antiken Brückenteile haben wir, glaube ich. Ich weiß auch nicht, ob wir alle haben. Aber die normalen Brücke, also ich weiß, in der ersten Season hatten wir auf jeden Fall die normale Brücke, aber ob wir sie auch hier hatten, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Weil ich hier weiß im Online-Versand finde ich die nicht. Dann kann es gut sein, dass wir die noch nicht freigeschaltet haben. Papinchen. Und die Frage ist, ob wir überhaupt unser Dach machen können. Auf diese Art und Weise. Mal angenommen. Der linke Brückenpfeil. Der rechte Brückenpfeil. Die Rampe auch noch. Ich meine, das wäre auf jeden Fall, müssten wir da hinten schon mal ein Fenster machen. Das ist da natürlich durchsichtigerweise ein bisschen ungeiler, weil ne, hier gibt es halt nur Scheiße zu sehen. Wir haben sonst schon keine Fenster, daher können wir uns ja ein paar Fenster mal gönnen. All unser Dach einfach Fenster, wären das hier halt eigentlich. Weißt du, unser Esszimmer, dunkler Folterkellerraum. Klo? Naja, da wollen wir nicht reden, hier ist ein bisschen Pilzbefall. Wohnzimmer? Gut, da schadet Licht nur für den Fernseher, also ich meine, Fokus ganz klar auf dem Fernseher. Und hier ist Wellness. Da will man nicht draußen mitkriegen, was abgeht. Okay.
Wir brauchen gar keine Fenster. Fenster sind überbewertet. Tageslicht ist ja eklig. Boden. Parkett. Machen wir mal so 100. Das könnte ja reichen. Dann brauchen wir noch mal weiße Fenster. Nein, Fenster generell, nicht weiße. 3 mal 8, 24 brauchen wir. Jetzt bestellen. Hi. Ich würde sagen, wir gehen jetzt eine Runde schlafen. Hm. Gute Nacht. Schlaf gut. Träum süß. Gute Nacht. Du. Kaufe ein Namensformular vom Rathaus, um deine Tiere umzubenennen. Nein! Nutze das Mausrad oder die Schultertaste, um Objekte zu drehen, bevor du sie platzierst. Ja, und dann wollte ich den Boden drehen. Was passiert? Nichts passiert. Nein. Moin, Mädels. Ich habe ein sehr graues und schwarzes Inventar mittlerweile. Oh. Hm. Nee, schon gut. Mann, was ist denn los, Cookie? Was will er denn? Weiß nicht, der kommt die ganze Zeit zu mir her und will irgendwas von mir. Sperr ihn einfach im Keller ein, wie du es mit Rusty gemacht hast. Nein. Ich? Mit Rusty? Ja. Ganz im Gegenteil. Nur weil ich deine Kuh entführt habe. Ich habe nicht mal Lösegeld gefordert. Ich hätte Kuhgeld gefordert. Nein, Cookie. Nee, das machen wir lieber nicht. Sonst schlage ich mir hier noch die Decke kaputt, dadurch irgendwelche Bilder, die unten sind. Das muss nicht sein. Boah, du kannst irgendwo mal hingehen, wo du mich nicht nervst. Hund. Nö. Diese Option ist nicht verfügbar. Nur in der Premium-Version für 3,99 im Monat. Aber es bleibt da sitzen. Moment mal. Hier ist ja gar kein Wand. Gut, dass wir 200 Blöcke Marmor gemacht haben. So, wir haben da haben wir einen Rhein. Korrekt. Ja, guck ich hinter mir. Mhm. Fühlst du dich verfolgt? Mhm. Verstehe ich gar nicht. Nee, ich auch nicht, weißt du? Jetzt komm her. Ich will hier was zu fressen. Mehr Hund. Cookie. So, das haben wir, das haben wir. Das heißt, da müssen wir Fenster bauen. Das heißt, da machen wir nochmal einen normalen Bogen. Wie haben wir es denn hier drüben gemacht? Da haben wir auch mal die Fenster offen. Nö, ich glaube, da haben wir hier nochmal Stein. Ist aber hier drüben ist es eigentlich sogar scheißegal, weil wir sehen ja eh nichts. Also, ich schon, aber, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da kommt der Rahmen hin. Da kommen die Fenster hin. Da dürfte es ja sogar relativ egal sein, von welcher Richtung ich die platziere, weil, ey. Man guckt auf einer Seite rein und auf der anderen wieder raus. Haha, Fenster. Oh mein Gott, diese Logik. Ja, ich weiß, ne? Ist ja nicht wie ein Spiegel, wo du auf einer Seite reinguckst und auf der gleichen auch wieder raus sozusagen. Ja. Gut. Nochmal hier oben rum. Nein! Scheiße. Zeit, wieder eine Wand zu bauen. Oh. Kann es sein, dass das doch falsch war? Yep, das war doch falsch. Der Äußerste müsste... Scheiße.
Einmal schön mit dem Hammer reinlangen. Wir müssen ja genau einen weiter nach vorne. Wir müssen ja auf Wandhöhe sein, logischerweise. Alles andere würde ja keinen Sinn machen. Sonst haben wir ja so ein kleines Vorbrach. Und dies wollen wir ja nicht haben. Dies wollen wir ja nicht haben. Nee, nee, nee. So. Jetzt haben wir hier erstmal Wandhöhe. Das ist ja schon mal eine gute Sache. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, da kommt der innere, hier kommt der äußere Rahmen. Und dann machen wir hier 1, 2, 3, 4. Schönen Block daneben. Und dann haben wir da einfach, ups, rausgefallen. Mike, mein Charakter verbaut sich. Und fällt runter. War ich dafür? Muss, weiß ich nicht. Muss ich mal sagen, dass er nicht jeden Morgen eine Marmelade frühstücken soll. Meinst du, das geht auf Dauer aufs Gemüt? Mhm. Deswegen ist er auch immer so schnell und fällt auch dauernd runter. Ach so. Und verbaut sich auch, weil er so hastelig ist. So nach dem Motto, am Anfang war der Stoff gut, aber irgendwann war er nicht mehr gut und ich war einfach nur noch verwirrt. Zittrig. Ja. Schlecht im Bauen. Oh mein Gott. So. Jetzt sollte es aber stimmen, oder? Ja. Weiß ich nicht. Beziehungsweise nein. Es fehlt ja noch das hier. Ja, ich glaube, ich sollte mich einfach kurz hochbauen, dann klappt das. Dann klappt das schon besser. So. So. Und hier. Und hier. Und das. Und das. Und das. Cookie wehe. Was ist los mit Cookie? Will er dich wieder verfolgen? Ja. Ja, dann, have fun, good luck. Ups. Also ich muss sagen, die Mod mit den durchsichtigen Fenstern, die ist, will gerade sagen, ihr Geld wert, aber nein. Die ist ja for free. Aber du weißt, was ich meine. Bleib da. Danke. Nein. Wenn von hinten sieht das Ganze tatsächlich so ein bisschen merkwürdig aus, einfach weil da nichts anderes bisher war an Fenstern. Aber. So. Jetzt müssten wir halt genau in der Mitte hier, dafür müssen wir wissen, wie viele Blöcke das sind. 1, 2, 3, 4, 5. Und weggeguckt, das war ein Fehler. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Moment, waren das 5? 1, 2, 3, 4. Ja. Plus 2. 15, 15, 20, 25, 30, 32. 32 kann man durch 8 teilen, das ist schon mal gut. 32 durch 8 sind 4. Das heißt, wir müssen auf jeder von den beiden Seiten müssen wir 12 haben und dann dürften wir in der Mitte sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wie rastet wieder aus? Ja, Lilly rastet immer, weiß ja, Lilly aggressiver Kampfhund. Wollte gar nicht so aussehen. Ja, das ist Tarnentäuschen. 1, 2, 3, 4, 5. Na, Mist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Gut, aber das brauchen wir nächstes Mal weiter, weil die Folge ist vorbei. Dementsprechend vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es dir gefallen hat, lass ein Like da, gerne auch ein Abo. Fragen, Wünsche, Anregungen wie immer in die Kommentare. Und übermorgen um 17 Uhr geht es weiter. Bleib gesund, hau rein und bye bye. Tschüss.